Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan OWL Teutom. Ja, es war ja gewünscht, beziehungsweise es ist auch von mir angedroht worden, heute in der Clash of Clans Folge, dass wieder eine kurze Statusfolge Clash Royale von mir kommt. Ihr seht, ich bin nicht stehen geblieben. 2607 Pokale. Ich habe ein bisschen an meinen Decks konfiguriert. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Truppen gelevelt etc. Also alles das, was ich hier so aktuell habe. Den Henker auf 3, den Blasrock Kobold auf Level 6 mittlerweile. Und auch hier hinten, ich glaube, die Barbaren habe ich auf 11 gebracht, den Eisgolem hier auf 7. Also das sind alles auch Updates von mir im Moment. Aktuell spiele ich dieses Deck. Mit dem schlage ich mich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwar eben auch einen damit verloren, aber davor habe ich zwei damit gewonnen. Und ja, das Deck schlägt sich eigentlich ganz gut. Ich versuche natürlich immer mit kleinen Truppen jetzt so ein bisschen vorauszugehen. Habe jetzt hier aber nicht gesehen, dass der ein Riesenskelett da drin hatte, aber er hatte doch ein relativ teures Deck, muss man sagen. Und der Feuerball, ja, der hilft dann auch nicht wirklich, weil das Skelett natürlich an der Stelle so jetzt nicht durchkommt. Und ich musste jetzt so ein bisschen Paroli bieten. Okay, da hat er noch seine Skellies, ja, und dieser nervende Wirbelsturm. Ich meine, den habe ich auch, glaube ich, in einem Deck. Wenn man den gut setzt, dann zieht er doch die Truppen richtig gut in die Mitte. Aber ich versuche hier mit dem Bomber, aber jetzt muss ich schon, ich habe natürlich relativ wenig gegen Lufteinheiten, nämlich nur meinen kleinen Eisgeist und meinen Magier. Dementsprechend muss ich da natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich die Truppen dann, so wie jetzt gerade, mit dem Friedhof einfach ablenke. Und dann sonst kann das schon eine ziemlich wackelige Sache sein. Aber ich glaube, der Eisgeist geht auch auf Lufttruppen. Aber hier habe ich auf jeden Fall versucht, hart zu verteidigen. Habe alles in eine Waagschale reingeworfen. Holz nochmal hinterher. Oh, das war wirklich super, super knapp hier an der Stelle. Aber jetzt geht mein Hock hier. Na, kriegt er noch einen Hit? Ja. Das war der entscheidende Hit. Und dann musste die letzten 10 Sekunden nur noch durchhalten. Holz geschmissen hier, alles in eine Waagschale geworfen. Und der Kampf ist vorbei. Ja, super Sache hier. Keine Frage, das läuft eigentlich. Ja, mit dem gleichen Deck habe ich dann nochmal gewonnen und habe dann allerdings unglücklich 2-1 hier verloren. Ihr seht das hier gerade. Und ich würde sagen, wir stürzen uns aber trotzdem einfach mal in die Kämpfe rein. Ich habe zwar im Moment alle Truhen voll, das macht aber nichts. Weil Clash Royale kannst du auch aufgrund der nur Pokale kriegen, so ein bisschen spielen und auch ja, für mich sowieso ja so ein bisschen in Übung bleiben. Und mal sehen, wie wir uns mit diesem Deck weiterhin schlagen. Also ich habe auch noch zwei andere Decks, die habe ich schon etwas öfter gespielt. Oh, okay. Ein Golem auf Level 3. Mal gucken, wie wir den am einfachsten aufhalten. Sodass wir, ja, jetzt nur noch schauen. Ich glaube, ich hau hier jetzt einfach mal den Friedhof rein, damit ich hier mehr Truppen in die Base reinkriege. Und jetzt muss ich mal gucken. Er hat hier noch diesen Nerf-Off-Bowler dabei und den Eismagier. Das ist natürlich auch nach wie vor eine richtig starke Karte an der Stelle. Jetzt muss ich hier mal meinen Hock rauskriegen. Kriege ich auch. Und jetzt geht nämlich der Bowler da drauf. Jawohl. Muss ich meinen Sepp nutzen? Nein, auch da wieder. Auch hier wieder der Wirbelwind. Aber den hat er blöd gesetzt. Den hat er scheiße gesetzt. Das war nicht so gut. Und okay, da kommt der, ja, das schafft er nicht gegen den Magier und gegen den Eisgeist. Da sind die beiden einfach etwas besser. Und wir haben seinen Turm jetzt, wir müssen jetzt eigentlich nur zusehen. Ja, okay, den Bowler auf 2. Naja gut, der schubst jetzt mein Magier ein bisschen weg. Das, was er auf gar keinen Fall machen darf, er darf sein Golem nicht rauskriegen an der Stelle. Und wir müssen ihn jetzt hier irgendwie den Bowler wegmachen. Ah, okay. Hier kommt der Sepp rauf, damit der nicht weiter knallt. Der Kollege, ja, wir haben ein bisschen was an seinem Turm geschafft. Okay, haben jetzt natürlich überhaupt keine Truppe für seine Luft. Deswegen müssen wir hier ein bisschen ablenken.
Wir müssen einfach die Truppen jetzt ein bisschen ablenken, dass die ein bisschen, jawohl, der Eisdings ist schon mal weg. Und der Bomber muss es jetzt bringen. Nein, scheiße. Der geht durch. Da habe ich nichts. Ah, nee, doch nicht. Ist doch noch nicht durchgegangen. Oh, sauber. Da haben wir echt Glück gehabt. Dann kontern wir hier mal ganz geschickt mit dem Friedhof und mit einem Holz. Okay, das Holz gegen die Lufttruppen, das war jetzt über an der Stelle. Gar keine Frage. Jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen was sparen. Der darf... Ah, okay. Da hat er, den hat er natürlich jetzt gemacht. Keine Frage. Jetzt kommt er hier oben nochmal mit dem Golem wieder an. Das wird jetzt natürlich eine harte Attacke hier. Aber wir kriegen seinen Turm und er hat jetzt schon wieder sein Holz hier richtig scheiße gesetzt. Nicht sein Holz, sein Wirbelsturm richtig doof gesetzt. Aber wir müssen hier jetzt hart gegenkontern. Keine Frage. Und da müssen wir einfach alles hier jetzt in die Waagschale reinwerfen. Vor allen Dingen, der hier oben darf nicht nochmal schießen. Macht er auch nicht, okay. Das haben wir noch gerade so gekontert gekriegt. Friedhof nochmal hier hinterher. Ey, das wird jetzt natürlich richtig eine harte Nummer hier an der Stelle. Aber er hat jetzt auch nicht mehr. An der Stelle. Ah ne, das haben wir verloren. Ah ne, doch nicht. Haben wir noch nicht verloren. Oh. Alter, was knapp, ey. Ja gut, jetzt muss er natürlich echt nicht mehr viel setzen. Jetzt muss ich hier alles in die Waagschale reinhauen. Okay, der Bowler macht das hier an der Stelle, ja. Keine Chance. Ja, nicht schlecht. Der Level 8 war gut. Klar. Na, jetzt wird wahrscheinlich wieder einer sagen, oh, du bist ja 10. Ja, ich bin Level 10. Ja, na und? Das heißt ja nicht, dass ein Level 8er, wenn er denn ein effektiveres Deck hat als ich, nicht mal eben hier so ein 10er wegmatcht. Macht aber nichts. Alles noch in trockenen Tüchern hier an der Stelle und gucken mal, dass wir hier mit ganz, ganz billigen Truppen hier reinkommen, dass wenigstens da so ein bisschen, ja, da kriegen wir einen Hit, zwei Hits. Ja, das war jetzt vollkommen in Ordnung. Ich kriege jetzt bestimmt an der Stelle meinen Friedhof raus. Nicht Friedhof. Ach, das ist doof. Zu spät, der Friedhof viel zu spät gesetzt. Da habe ich wieder viel zu lange gewartet an der Stelle. Das ist echt kacke. Manchmal, was ich mache. Kann man nicht anders sagen. Ich warte einfach manchmal viel zu lange hier, um meine Truppen rauszusetzen. Da bin ich echt noch ein bisschen zu inaktiv. Also, weil, ja, guck, auch jetzt wieder. Ich meine, ja, der schießt jetzt echt gut. Ich muss den knallen, damit er nicht nochmal auf meinen Turm feuert, weil er ist jetzt so ein bisschen im Vorteil hier. Oh. Ah, okay. Der Eismagier ist immer noch eine echt starke Karte. Kann man nicht anders sagen. Und das Holz blöde gesetzt. Okay, das Holz völlig daneben. Mal wieder vollkommen daneben. Hätte ich es ein bisschen besser gesetzt, wäre der durchgegangen. Und naja, aber so schicke ich jetzt meinen Hockrider hier nochmal rein. Kriege hoffentlich rechtzeitig den Sepp noch raus. Knack, kriege ich einen Sepp? Ja, ich kriege den Sepp raus und kriege auch einen Hit auf seinen Turm an der Stelle. Muss allerdings hier jetzt auch wieder nur mit meinem Bomber kontern. Das ist natürlich echt nicht viel, was ich habe. Aber der Eisgeist, der macht es nochmal, okay. Oh, wir sind wieder auf Höhe an der Stelle. Aber er wusste jetzt, dass ich nichts habe und schafft jetzt meinen Turm. Er schafft meinen Turm, scheiße. Mann, ey. Oh, jetzt kommt der Henker hier. Was zum Henker macht der Henker? Ich muss auch mit dem Kampfholz hier kommen. Und nochmal mit dem Magier. Was hat er denn da jetzt? Oh, den fetten Golem. Nein. Das geht gar nicht. Scheiße. Mist. So, dann haben wir zumindest seinen Turm, aber er hat unseren Turm auch und hier unten spaziert natürlich nach wie vor sein Golem weiter rein. Und jetzt hat er uns ziemlich stark in der Hand hier. Das ist keine Frage. Dem können wir fast nichts entgegensetzen. Friedhof noch raus, komm. Dass da wenigstens das Skelett nicht so doll gemacht wird, ja. Das ist noch cool, aber jetzt hat er hier wieder den zweiten Eisheini hier hinten. Und
mal sehen, wir haben jetzt unseren Sepp nochmal parat und wir haben, das Kampfholz war es. Oh, da hat es gerade ein bisschen durchgeleckt hier. Mal gucken, ob hier noch was geht an der Stelle. Bomber, Bomber. Und wir kriegen hier unsere Barbaren nochmal raus. Falscher Turm, Mist. Falscher Turm erwischt. Nein, wir haben den falschen Turm erwischt. Scheiße. Na komm. Ein Hit, jawohl, wir haben's. Oh, da musste ich mich kurz mal freuen, ey. Mann. Manometer, ey. Dieses Spiel bringt mich echt auf die Palme. Aber 2609, okay. Ein gewonnen, ein verloren, das ist gewesen. Ich bin nervlich am Ende. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal wieder aus dieser Perspektive hier mit mir. Wenn ihr mehr von mir mit Clash Royale sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein paar Kommentare, was vielleicht verändern, verbessern kann. Ihr könnt mich ja finden unter dem Clan UWL Teuton. Da könnt ihr mein Profil auch gerne einmal begutachten. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto.